welche, die auf uns aufpassen und. Mama, das Radio leiser. Entschuldigung, ja. Okay. Ist leiser? Ja. Okay. Na, wir haben genug Leute, die aufpassen und wenn man. Party for James. Noch ein bisschen. So, die gleiche CD wieder reinmachen, ja? Alles klar. Okay. Sonst alles gut? Wie? Ein bisschen überrascht. Wieso überrascht? Weil. Ich bin sprachlos. Wieso? Du kommst mit einem Fahrer und ein schickes Auto und damit habe ich nicht gerechnet. Ach so. Ja, ich fahr doch nicht selber. Ich habe eine kleine Location gemietet, da gibt's noch Champagner, da kann ich doch nicht selber fahren. Hä? Oh no. Wie oh no? Extra gemietet? Ja. Also ich habe heute einen Club eröffnet, der hat eigentlich heute zu, aber der macht extra auf. Wie heißt der Club? Das ist ein guter Freund von mir, der Besitzer. Okay. Bahama Mamas. Sag mal, Fahrer, warum leuchtet nach vorne diese rote Lampe? Ich weiß es auch nicht, aber sollte bis Los Santos passen. Ja. Achten Sie da gar nicht drauf, ich hab das im Griff. Ja. Das hättest du nicht alles das, extra. Oh. Oh, was ist denn das? Ein Moment bitte. Oh nein. Das hört sich aber nicht gut an. Das hört sich echt nicht gut an. Ein Moment, ich schau mal ganz kurz nach. Bleiben Sie ruhig sitzen. Eieiei. Was passiert mal? Eieiei. Huch. Einmal Hände hoch. Oh nein. Herr oh nein. Fischer. Ich hab ein Date mit der Französin da oben. Ja, ich du hast ein Date, Fahrer. Was soll ich? Ach so, ich soll den James spielen oder was? Ja. Ich brauch einen James. Ist ja nichts Schlimmes so. Du fährst mir ja nur da hoch zu ihr, dann sind wir unterwegs und auf einmal kommt eine Rockerbande vermummt und tut uns überfallen. Nehmt euch hoch und du bist der Retter. Ja, genau. Bitte tun und Sie uns nichts. Oh geht, Gott, bitte. Die sind bewaffnet. Und ich würde gerne einfach rüber. So, ihr seht ganz schön geldig aus. Oh, oh. Und beide mal aussteigen. Aussteigen, ja. Alle beide. Hände über den Kopf. Fischer, tun Sie nichts Unüberlegtes! Was wird das hier? Tun Sie nichts Unüberlegtes! Finger weg von meinem Date! Machen Sie mal die Hände über den Kopf, bitte. Ey! Nimm Sie die Finger von dem! Warte kurz. Washington? Ist alles gut, fahrt weiter. Fahr einfach weiter. Finger weg! Ich mach das mit euch allen! Oh nein, Fischer, vorsichtig! Vorsichtig! Ach so Scheiße! Fuck, Mann! Ey, komm, hau ab! Das ist das Erste, was ich gemacht habe! Das Zweite, da könnt ihr euch nicht mehr dran erinnern! Nehmt die Finger von hier! Und steigt wieder auf eure Esel und zieht hier ab! Sonst kann ich mich nicht zurückhalten! Weg hier. Ich glaub, der ist noch ein bisschen zu hart. Ich mach euch alle fertig! Halt mich zurück! Fischer, ganz ruhig! Sie haben uns gerettet! Sie haben die Ganoven in die Flucht geschlagen. Keiner fässt dich an. Ja, alles gut. Ich glaube, der Motor läuft wieder. Ah, der Motor ist wieder heil. Ich mach die Tür. Kein Problem. Haben die dir irgendwas getan? Geht's dir gut? Okay, das ist gut. Ich halte die Tür mal auf. Wenn die Tür jetzt aufgehen. Ja, genau. Mach zu. Oh, hallo. Hi. Kann ich helfen? Ja, ich glaube, es sind gerade alle Kollegen hier unterwegs. Mhm. Warum? Ach so, ich habe die Ganoven in die Flucht geschlagen. Er ist unser Held. Sieh mal her. Kollege.
Die sahen komisch aus, diese Leute auf Motorrädern. Ja, das sind so kriminelle Rocker aus der Stadt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe die noch nie gesehen hier. Aber seien Sie froh, dass Sie so einen Partner haben, der alle in die Flucht geschlagen hat. Nächstes Mal, wenn die kommen, nehmen Sie die fest. Also, wir hatten echt schon Angst um sie, aber gut, dass sie das geschafft haben, die so wegzujagen, ey. Ich bin immer noch, muss sagen, ey. Absolut gut. Vorbild, Herr Fischer. Absolut gut, dass Sie da waren, Sir. Gut, dass Sie da waren. Gut. Wunderbar. Alles klar. Wir fahren dann weiter. Unser Auto ist wieder heil. Auf einmal. Okay. Bis dann, Kollege. Ne? Boah, das war knapp. Kein Problem. Niemand legt sich mit der eisernen Faust an. Und Pia, sehen Sie die Pia von meinen Fingern? Pia, Code 69. Motorradfahrer hinter uns. Oh, das ist noch ein Böser. Geht weg! Sonst! Spürt Gottes Zorn! Fahr nicht so schnell, ich muss ihn. Wenn ich wusste, dass Sie das sind, hätte ich gar nicht erst gemacht. Ja, Sie wollen sich nicht mit der Faust Gottes anlegen. Es tut mir leid, bitte tun Sie uns nichts. Okay, ich nehme diese Entschuldigung an. Super, danke. Ich bin noch ein bisschen geschockt. Geschockt? Achso, ja. Diese Motorradfahrer. Du weißt, ich habe doch dir von meiner Familie erzählt. Aber brauchst du nicht, hast du ja gesehen. Wenn uns irgendeiner anfährt, da sind sofort welche, die auf uns aufpassen und. Mama, mach das Radio leiser. Entschuldigung, ja. Okay. Ist leiser? Ja. Okay. Na, wir haben genug Leute, die aufpassen und wenn man. Auch vor. Fahren Sie vor, James. Direkt vor. Und die Tür einmal aufmachen, bitte. Zuerst? Nee. Mann! Okay. Ich glaube, ich fahre wieder los. Danke. Gut. Nicht. Sie rufen an, wenn Sie abgeholt werden möchten. Genau, das mache ich. Waschen Sie bitte das Auto und saugen es auch nochmal aus, weil das war leicht staubig, ja? Natürlich, gar kein Problem. Gut. Kommen Sie mit. Oh mein Gott. Was zum Fick. Ja? Die Fahrer. Wieder schon fertig? Ja. Was sind 3 Minuten? Ich bin schnell. Okay, ja, ich komm. Jo, bis gleich. Jo. Ja? Ja? Ich hab mein Handy kurz in die Tasche stecken, hab kurz was geschrieben. Ja. Ja, nee, der Club, das ist keine gute Idee gewesen. Aber ich habe ja auf jeden Fall was vorbereitet noch. Unser Fahrer holt uns gleich ab, der ist komplett eingeweiht. Der weiß ganz genau, wo es dann gleich hingeht und was wir machen. Ja, das wird auf jeden Fall, haben wir uns lange drüber Gedanken gemacht. Ich war sehr nervös wegen heute. Ja. Ja. Gut siehst du aus, warst du beim Friseur? Steh vor der Tür. Oh, ja, das ist mir sofort aufgefallen. Ah, ja, genau. Halt mal die Tür auf. Ab. Ja,
noch, Mister. Guten Abend. Wir haben auf jeden Fall noch was geplant. Strand vielleicht oder so. Wir haben damals am vorne am Riesenrad. Da gibt es eine Bude, da ist ein Geschichtenerzähler drin. Und ich dachte, wir können einen kleinen Spaziergang hier am Pier machen, gehen wir einmal runter und gehen wir zurück und dann gehen wir zu der Bude, wo dieser Geschichtenerzähler drin ist. Okay. Und der erzählt uns eine Geschichte. Okay. Wir gehen erstmal spazieren. James, Sie können ja da vorne den Geschichtenerzähler dann gleich mal wecken. Mach ich mal. Ja, erzähl uns eine Geschichte über das Leben, die Liebe, den Hass. Wir können uns das bestellen. Aber wo denn rein? Du, erstmal Bock auf eine Wurst. Ja, das ist hier gefährlich, weil wenn hier einer mal reinstürzt, dann muss er gerettet werden und der, der ihn rettet, das wäre ein Held. Ja. Ist ein Betrunkener da hinten? Taumelt der so? Entschuldigung, dass ich gerade, aber der sieht irgendwie. Was macht der da? Ist doch betrunken, oder? Da ist alles gut bei Ihnen! Haben Sie getrunken? Passen Sie auf! Okay, halt mal die Jacke. Wenn mir irgendwas passieren sollte. Ich muss gerade nur an dich denken. Ach, komm mal wieder! Da! Kommen Sie hoch! Ich nehme Sie mit zum Strand! Sie sind mein Retter! Chinesische Geschichte, Alter. Alter, ich hab sie! Ich hab sie! Halten Sie Ihren Kopf über Wasser! Scheiße. Was ist eigentlich, wenn sie jetzt gleich am Strand ist? Die weiß, dass du da bist, oder? Ich bin Taucher. Warte auf, wir machen das. Ich bin trotzdem so ein Ehrenmann und rette dich. Du haust mir gleich eine runter. Ich. Fall hin und du rennst weg. Okay? Okay. Und dann machst du den chinesischen. Was für einen chinesischen? Ja, geh da oben in die Bude und erzähl irgendeine Scheiße über Los Santos in Lingin-Sprache. Ich will ein bisschen was über die Stadt erfahren. Warte, oh, der atmet nicht mehr. Ich leg ihn mal hin. Chloe, der atmet nicht mehr. Herzdruckmassage. 1, 2, 3, wie auch immer. Pustekuchen. 1, 2, 3. Sein Herz schlägt wieder. Ja. Kommen Sie hoch, ich helfe Ihnen. Was ist denn? Was war das? Geht's Ihnen gut? Oh, Sie haben aber eine Fahne. Kommen Sie jetzt mit, ich bringe Sie zum Krankenhaus. Nein. Kommen Sie mit, habe ich gesagt. Nein. Kommen Sie mit. Los. Nein. Ey! Ritsch! Ich hoffe,
dass es unserem Fahrer noch gut geht. Aber der ist ja erstmal weggefahren. So, jetzt. Ach, guck mal, wir sind ja hier gleich bei den Buden. Willst du was über Los Santos erfahren? Gucken wir mal, ob die auf hat. Kann ja nicht sein. Aber das, was willst du machen? Solche Menschen sind halt verloren. Gut. Achterbahn. Achterbahn. Dann gucken wir mal, ob die Bude besetzt ist. Mein Auge. Hast du jetzt Auge oder? Ich schläfe mein Auge. Es tut doll weh. Egal, dafür haben wir Menschen retten gelebt. Menschenleben gerettet. Tut mir leid, ich bin ein bisschen nervös. So. Wo haben wir ihn denn? Gucken, ob die Bude offen ist. Hinter dir. Genau, jetzt hier die linke. Ja, ich such die Bude gerade. Ich bin hier auf dem Dach. Nimm die hier einfach. Sorry, ach, hier ist sie. Ja, okay. Ach, guck mal, hier kann man $5 reinstecken und dann zählt ihr die da ein los. So, ich werfe mal rein. Und? Hörst du was? Und? Herzlich willkommen bei der Story of Los Santos. Los Santos ist eine US-amerikanische Großstadt im Los Santos County im US-Bundesstaat San Andreas. Oh. Aber man kann Fragen stellen. Glaubst du, man kann Fragen stellen und das kostet auch nicht extra? Scheiße. Ja, ich weiß nicht, Das kostet auch wieder extra. Warte mal, ich werf mal einen Fünfer rein. So, wie viele Einwohner hat Los Santos? Los Santos hat aktuell 1.456.500 Einwohner. Hast du eine Frage denn stell? Ich bin nicht so gut mit Fragen stellen. Das ist kein Problem, Französisch verstehen wir auch. Vous parlez français, monsieur? Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est bien. C'est bien. On peut parler en français ensemble? Ja. Bien sûr. What? Wow. Er kann mal die Sprache. Oha, jetzt würde ich auch über... Warte mal, ich steck da nochmal einen Fünfer rein. Da will ich aber... Das sag ich ihm jetzt. Oh, mein Chef ruft gerade an. Ich muss ganz kurz ran. Ist das okay? Oui. Je ne parle pas plus français. Er hat mit Blumenpflücken gesagt. Was? Ihre Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das sagt mein Boss auch immer. Komm, gehen wir nochmal ein bisschen den Pier runter. Ich habe meinen Fahrer auch eben noch angerufen, der müsste gleich da vorne stehen. Wohin darf's gehen? Einmal bei heißen Quelle. Ist das auch ein Kollege von dir?
Das ist ja ein langzeitiger Kollege und der Deputy Chief. Okay. Und auch ein guter Freund. Der wird irgendwann mal meinen Posten übernehmen, wenn er nicht mehr so grün hinter den Ohren ist. Freund Abend ist immer gut. Man braucht immer eine Person, mit der man reden kann. Und Vertrauen. Man kann hier in Los Santos sehr viele nicht vertrauen. Genau, hier. Reicht. Achso. Danke. Ich komme gleich nach, Chloe. Ja, willst du jetzt die ganze Zeit warten? Das kann ein bisschen länger dauern. Ich rufe einfach an. Ich... Ja, genau. Ich melde mich, ne? Ja, viel Spaß. Beste!